8.1 vertagt hatten, zum Punkt 9.1 Stadtbahn 2020, Teilprojekt 2 Bühlau-Weißig. In der Liste der Fraktionen beginnt Bündnis 90 Die Grünen. Herr Lichti, Sie haben das Wort. Zum Tagesordnungspunkt Bühlau-Weißig, Teilprojekt 2 Stadtbahn 2020. Das ist plötzlich. Hat mir keiner mitgeteilt. Ja. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben hier jetzt das Projekt Stadtbahn 2020, Teilprojekt Bühlau-Weißig, das steht drüber. Ist auch heute schon mal in der Fragestunde thematisiert worden. Natürlich sind wir dafür und ich glaube einvernehmlich, wenn ich es recht gesehen habe, dass dort planerisch eine Lösung untersucht wird. Und ich will auch noch mal sagen, dass nach meinem Eindruck die Stadtverwaltung sich wirklich Mühe gegeben hat, zu prüfen, ob tatsächlich diese geplante Erweiterung, vom Stadtrat ja auch beschlossene Erweiterung Richtung Weißig kommen kann. Aber die objektiven Schwierigkeiten sind doch derart groß, dass ich glaube, es ist jetzt keine Zurücksetzung von Schönfeld-Weißig, sondern es ist schlicht und ergreifend einfach nicht machbar oder nur mit sehr großen Schwierigkeiten machbar. Und deswegen ist es ein vernünftiger Beschluss und den sollten wir heute treffen. Aber weswegen dieser Beschluss jetzt doch, denke ich schon, eine hohe stadtpolitische und verkehrspolitische Bedeutung hat, ist die Ergänzung, die wir im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau gemeinsam vorgenommen haben, nämlich insbesondere die Planung des Stadtbahnzweiges zwischen Johannstadt und Plauen wieder aufzunehmen. Sie wissen vielleicht, 2010 hat der Stadtrat einvernehmlich diese drei Strecken, also die Unilinie, die Plauen-Johannstadt, als auch die Weißiger Linie, in das Stadtbahnprojekt 2020 aufgenommen. 2012 hat man, nachdem der Freistaat signalisiert hat, dass er die Plauen-Johannstädter Linie nicht finanzieren würde, davon abgesehen, ihn zu beantragen. Und wir wissen und freuen uns darüber sehr, dass die Signale mittlerweile anders stehen. Das mag auch mit dem Wechsel in der Staatsregierung zusammenhängen. Wir freuen uns jedenfalls sehr, dass dort der Stadtrat jetzt hier mit dem heutigen Beschluss seinen politischen Willen kundtut gegenüber dem Land und gegenüber dem Bund, jetzt diese sehr, sehr wichtige Ergänzung des Dresdner Straßenbahnnetzes zu planen. Also wir sind noch lange nicht so weit wie bei der Unilinie, wo wir in Planfeststellungsverfahren und hoffentlich auch bald in den Bau reingehen, sondern wir machen jetzt die planerische Vorbereitung. Wir brauchen aber diesen Grundsatzbeschluss, um überhaupt die erforderlichen Fördermittel zu akquirieren. Wenn man sich vielleicht der ein oder andere wundert, brauchen wir das, ist es denn wichtig, dann möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, auf die Vorlage schon aus dem Jahre 2010, wo, wenn ich mich recht erinnere, detailliert nachgewiesen wurde, wie die verkehrlichen Vorteile und auch die Kosten-Nutzen-Verhältnis für diesen Strang sind. Wir als Grüne persönlich halten das tatsächlich für eine der wichtigsten Projekte nach dem Projekt der Unilinie. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir heute diese Planung auf den Weg bringen können. Und ich würde mich freuen, wenn wir hierfür eine sehr große Mehrheit in diesem Stadtrat erreichen könnten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Lichti. Als nächster Redner für die SPD-Fraktion, Herr Stahlmann, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, ich kann mich den Worten meines Vorredners weitestgehend anschließen. Ich glaube aber, der Fairness halber sollten wir noch mal kurz auch gegenüber den Menschen in Bühlau und Weißig begründen, was dazu geführt hat, dass wir hier diesen Beschluss so fassen müssen, denn es ist ja immerhin auch vertraglich zugesichert worden, dass wir diese Straßenbahnlinie dorthin verlängern. Das Problem ist eigentlich recht einfach zu beschreiben. Innerhalb Bühlaus sind die leistungsfähigen Varianten aufwendig und teuer, weil man stark in die Grundstücke eingreifen muss. Und die günstigen und städtebaulich verträglichen Varianten sind nicht leistungsfähig. Und für uns ist immer doch auch bei allen Beschlüssen, auch wenn das nicht hier im Saal von allen geteilt wird, wichtig, dass die Straßen leistungsfähig bleiben. Zwischen Bühlau und Weißig ist eine Führung nördlich der B6 nicht möglich und südlich der B6 ist sie aufwendig aufgrund von Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes.
Das bedeutet, dass jetzt schon in der Planung Kostensteigerungen von etwa einem Drittel erwartet werden. Und wenn man sich jetzt anguckt, dass das Projekt einen Kosten-Nutzen-Faktor von 1,5 ungefähr hat, das bedeutet, für jeden Euro, den die Allgemeinheit in dieses Projekt investiert, bekommt sie 1,50 Euro zurück. Jetzt haben wir eine Kostensteigerung von einem Drittel, da nähern wir uns schon der Wirtschaftlichkeitsgrenze an. Deswegen ist es vielleicht richtig, hier nochmal zu sagen, wir gehen ein Stück weit zurück, nochmal in uns und gucken uns das nochmal im Detail an und gucken, wenn sich die Rahmenbedingungen verändert haben, machen wir nochmal eine neue Planung. Was uns wichtig ist, ist, dass wir den Ullersdorfer Platz nicht vergessen, auch wie in der Vorlage gefordert, weiter planen. Die Probleme dort müssen gelöst werden und das darf auch kein Lippenbekenntnis bleiben als Entschuldigung, wir planen das jetzt nicht weiter und ja, da stattdessen machen wir den Ullersdorfer Platz, da würden wir auch nachhaken. Im Zuge der Neupriorisierung, Herr Lichtier hat es schon gesagt, der neue Anlauf für die Stadtbahn Johannstadt-Plauen. Die Hintergründe der Entscheidung wurde von Herrn Lichtier ja schon zutreffend beschrieben. Sie waren damals aus unserer Sicht diese Strecke oder die Entscheidung vom Freistaat, diese Strecke zurückzustellen oder nicht weiterzuleiten zur Förderung an den Bund, fachlich nicht nachvollziehbar. Wir haben hohe Einwohnerzahlen in Johannstadt Nord, 12.000, Süd auch nochmal 12.000. Wir haben hohe Fahrgastzahlen auf der jetzigen Linie 62, die dort verkehrt. Wir haben sowohl am Endpunkt Plauen als auch in der Johannstadt eine sehr positive und sehr dynamische Entwicklung. Und gerade in der Johannstadt sind ja auch noch Reserven für weitere städtebauliche Entwicklungen vorhanden. Und außerdem zeigen wir ja gerade auch mit dem Programm Soziale Stadt Johannstadt, dass uns an einer Entwicklung, auch an einer positiven Entwicklung der Johannstadt gelegen ist. Und Mobilität bedeutet immer auch Chancen wahrzunehmen. Erreichbarkeit bedeutet wirtschaftlichen Aufschwung. Und deswegen glauben wir, dass auch aus städtebaulichen Gründen und stadtentwicklungstechnischen Gründen diese Linie ein wichtiges Signal für Dresden ist. Wir freuen uns, dass die Unterstützung im Ausschuss hierfür breit war und gehen mit dieser Entscheidung doch auch guten Mutes voran für in dieser Stadt. Dankeschön. Vielen Dank. FDP-Fraktion Freie Bürger verzichtet. AfD verzichtet auch. CDU-Fraktion, Herr Thiele. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Diese Vorlage ist eigentlich eine sehr ärgerliche, muss ich sagen. Denn aus unserer Sicht ist es eine Bankrotterklärung vor der Umweltgesetzgebung. Das muss man hier mal klipp und klar sagen. Ein sinnvolles Straßenbahnprojekt zur Erweiterung des Straßenbahnnetzes und zur Anbindung einer sich dynamisch entwickelnden Region in Dresden muss hier auf Grundlage der Umweltgesetzgebung zurückgestellt werden. Das möchte ich auch betonen. Wir beschließen ja heute nicht die Beerdigung, wir beschließen die Zurückstellung auf die Priorität 3. Natürlich hat die eine zeitlich ungewisse Einordnung, aber wir beerdigen es nicht. Vielleicht das auch noch als Signal an die Weisiger. Allerdings ist es eben so, dass uns die Stadtverwaltung auf der derzeit gültigen Grundlage keine sinnvolle Lösungsvorschläge unterbreiten konnte, um diese Strecke in nächster Zeit umzusetzen. Es sprachen Gründe dagegen, die aus der Umweltschutzgesetzgebung kommen, wo also Trassenvarianten überhaupt nicht möglich waren, weil entsprechende Gründe dagegen sprechen, in diese Gebiete eine Straße hineinzulegen. Es gab dann Varianten, die waren schlicht und einfach dann zu teuer in der Umsetzung. Der Kosten-Nutzen-Faktor hätte es nicht mehr erlaubt oder nicht mehr sinnvoll erscheinen lassen, diese Strecke zu bauen. Und hier muss ich sagen, wir reden ja nicht über ein Straßenbauprojekt, was wir natürlich auch immer in der Regel für sinnvoll halten, sondern über ein Straßenbahnprojekt. Und die Verwaltung war im Endeffekt selber unglücklich über das Ergebnis ihrer Untersuchung und über den Vorschlag, den sie uns hier unterbreiten musste. Denn natürlich werden sinnvolle verkehrliche Effekte mit dieser Straßenbahntrasse nach Weißig verbunden gewesen. Nicht zuletzt für den Ullersdorfer Platz,
der ja wirklich nach einer Lösung schreit. Tagtäglich tobt dort das Verkehrschaos. Und auch dafür ist es nun so, dass eine Lösung ein Stück weit nach hinten gestellt wird. Natürlich wollen die Verkehrsbetriebe und die Stadtverwaltung zumindest für den ersten Abschnitt, gegebenenfalls bis zur Rossendorfer Straße, weitere Variantenuntersuchungen betreiben. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche, wie im Rahmen eines Stadtbahnprojektes eine Neubautrasse Richtung Weißig zu führen. Es geht da dann auch immer um die Nutzung von Fördermitteln und so weiter und so fort. Insofern mussten wir diese Entscheidung erstmal so akzeptieren, auch im Sinne der Ermöglichung einer sinnvollen Weiterarbeit in der Stadtverwaltung und bei den Verkehrsbetrieben. Insofern ist es auch sinnvoll, dass wir dann dieses seinerseits zurückgestellte Projekt Johannstadt-Plauen jetzt hier wieder entsprechend nach oben setzen, weil auch das eine sinnvolle Maßnahme war. Aber für Bühlau, weiß ich, ist es an sich eine traurige Entscheidung, die wir hier heute treffen. Und das wollte ich hier natürlich schon nochmal betonen. Und ich fordere hier auch auf, an dieser Thematik dran zu bleiben und vor allen Dingen eben auch eine Lösung zu finden für den Ullersdorfer Platz. Denn so wie es jetzt dort abläuft tagtäglich, ist es weder verkehrssicher, noch ist es leistungsfähig, noch ist es sinnvoll. Und nicht zuletzt an dieser Stelle brauchen wir dringend eine Lösung. Und am besten wäre es, wenn im Zusammenhang mit der Lösung für den Ullersdorfer Platz dann auch gleich eine Lösung für den weiteren Korridor entsprechend gefunden wird. Es geht um eine Anlage von einem P&R-Platz zum Beispiel, um die positiven Effekte so einer Straßenbahntrasse dann auch nutzen zu können. Und es geht eben tatsächlich auch um die Akquirierung von Fahrgastpotenzialen für die DVB. Denn in der ursprünglichen Betrachtung, und deswegen ist ja diese Trasse seinerzeit auch überhaupt in das Stadtbahnprojekt aufgenommen worden, hat man schon eine positive Nutzen-Kosten-Abwägung getroffen. Allerdings in der weiteren Untersuchung konnte man eben keine sinnvolle Variante finden. Und hier sollte man schon mal hinterfragen, inwieweit die Umweltgesetzgebung tatsächlich sinnvoll ist. Denn solche Auswüchse, glaube ich, sind dann eher kontraproduktiv. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächste Fraktion Die Linke, Herr Wirz. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Stadträtinnen, liebe Stadträte, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Umweltgesetzgebung ist nicht dazu da, um Straßenbau zu verhindern oder um Menschen zu ärgern oder um Behörden die Möglichkeit zu geben, Antragsteller zu schikanieren, sondern die Umweltgesetzgebung ist ganz zweifellos, und das haben wir in den letzten 20, 30, 40 Jahren gelernt, dazu da, dass auch folgenden Generationen noch ein Lebensraum bleibt, in dem überhaupt ein Überleben der Menschheit gesichert ist. Wir haben heute schon stark besiedelte Räume auf der Welt, die Probleme haben, genügend Trinkwasser zu haben, die übersiedelt sind und wo keine Rücksicht genommen wird auf Landschaftsräume und dadurch natürlich auch wiederum Schwierigkeiten bestehen und die natürliche Lebensgrundlage von Menschen, Tieren und Pflanzen zerstört wird. Und dazu ist unsere Gesetzgebung da und das leistet sie und das mehr tut sie nicht. Die Kalamität, in der wir stecken, ist nicht ein Ergebnis der Umweltgesetzgebung, sondern ist ganz klar ein Ergebnis von 25 Jahren verfehlter CDU-Stadtentwicklungspolitik in Schönfeld-Weißig. Wir haben dort oben auf dem Schönefelder Hochland zugegebenermaßen sehr lauschige Zersiedlung durch Einfamilienhausansiedlung getroffen. Diese Menschen wollen verständlicherweise nach Dresden fahren zur Arbeit, um einzukaufen, um am kulturellen Leben teilzunehmen, haben aber das Problem, dass aufgrund topografischer Gegebenheiten der Elbhang, die Elbe und das Vorhandensein nur einer Straße, nämlich im weiteren der Bautzener Landstraße, sich dieser ganze Verkehr nach Dresden und von Dresden und nach Dresden in einem Nadelöhr, nämlich am Ullersdorfer Platz, wiederfindet. Da gibt es natürlich ganz schwierig eine Lösung und es ist auch so, dass eben das Siedlungsgebiet Schönfeld-Weißig eben durch einen Grünkorridor von Dresden vom Siedlungskern, vom auch bebauten Fläche getrennt ist und wir natürlich unterwegs dort in Grünland eingreifen müssten, wenn wir eine Straßenbahn bauen. Jetzt ist Folgendes passiert, man hat also drei Trassen untersucht, diese Trassen hat man in mehreren
Querschnitten untersucht und auch noch in verschiedene Abschnitte unterteilt. Und herausgekommen ist in dieser Vielzahl von Unterversionen, ich habe sie nicht gezählt, ist Folgendes, dass alle Trassen, die ausreichend leistungsfähig sind, in der Umweltgesetzgebung nicht zu rechtfertigen sind, dass ihr Eingriff für geschützte Tierarten und Pflanzenarten und geschützte Landschaftsräume nicht zu rechtfertigen ist und dass auf der anderen Seite die Querschnitte, die von der Umweltgesetzgebung her zu rechtfertigen sind, die zulässig sind, dass sie verkehrstechnisch nicht leistungsfähig genug sind. Und somit muss man sagen, ist eben zunächst mal diese Bahnverbindung Bühlau-Weißig, die sehr wünschenswert ist, weil auch in Bühlau-Weißig und auf dem Schönfelder Hochland werden sich die Mobilitätsbedürfnisse wandeln, weil es durchaus nicht jedermanns Sache ist, sich ständig dann mit dem Auto nach Dresden zu begeben zurück, sondern die Straßenbahn bietet auch ein großes Maß an Komfort. Sie bietet auch infolge dann von demografischen Wandel dann auch Älteren, die vielleicht eher mal auch bei schlechter Witterung oder überhaupt aufs Auto verzichten wollen oder müssen, auch die Gelegenheit auch später noch, wenn sie dann 30, 40 Jahre dort oben gelebt haben, auch noch die Möglichkeit nach Dresden zu gelangen, ohne sich dann auf dünnere überörtliche Verkehrsmittel festlegen oder einschränken zu müssen. Insofern ist es in der Tat ärgerlich. Wir müssen es aber hinnehmen, es führt kein Weg dran vorbei, es ist alles geprüft worden und dass es jetzt noch in der dritten Priorität drin ist, kann auch nicht tröstlich sein, weil der Geldsack, die Fördermittel und dieses Stadtbrunnenprojekt ist dann einfach mal zu. Und da wir trotzdem weiterhin am Ausbau der Straßenbahn fortsetzen und weiter festhalten wollen, möchten wir und unterstützen das ausdrücklich, dass dafür als Kompensation wieder die Straßenbahnlinie Johannstadt-Plauen in das Projekt aufgenommen wird, dass die Planung vorangetrieben werden, denn in einer wachsenden Stadt ist auch die innerstädtische komfortable Verbindung über den schienengebundenen öffentlichen Nahverkehr wichtig und wird ihre Rechtfertigung durch eine Nutzung erfahren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Gerz. Frau Walter und Herr Thiele. Ich möchte meinem Kollegen hier nicht vorgreifen zu seiner Rede, aber Herr Wirtz, Sie sollten sich ein bisschen mit der Stadt beschäftigen, in der Sie wohnen. Schönfeld-Weißig besteht nie aus Einfamilienhäusern, wo man lauschige Plätzchen hat. Wir haben über 3000 Beschäftigte in Weißig, 1200 in Rossendorf. 700 bei Ardenne. Ardenne hat zweimal versucht, ein Jobticket einzuführen, was immer daran scheitert, dass einfach das Verkehrsnetz nicht so entsprechend gestaltet ist, dass das funktionieren würde für die Beschäftigten. Weitere 1000 Beschäftigte in den Unternehmen dort. Also der Verkehr, der regelt sich nicht nur nach der Stadt, sondern auch aus der Stadt heraus. Und dafür brauchen wir selbstverständlich Lösungen. Vielen Dank, Herr Thiele. Ja, ich möchte auch noch mal kurz eingehen auf die Rede von Herrn Wirtz. Das war zum großen Teil vollkommener Quatsch, das muss ich hier auch mal sagen. Gerade wenn wir einen Wandel bei der Mobilität in Schönfeld-Weißig haben wollen, Herr Wirtz, dann hätten wir dort die Straßenbahn hinbauen müssen. Ja? Und ich sehe es eben nicht ein, dass wir hier eine Region am Stadtrand halt jetzt nicht mit einem ökologisch sinnvollen Verkehrsmittel anbinden können, sondern dort weiter mit dem Bus hinfahren. Nur weil entsprechend hier die Schutzbedürftigkeit von Pflanzen und Tieren höher eingeordnet wird in unserer wachsenden, sich entwickelnden Stadt, wobei wir die Natur hier 20 Kilometer vor unseren Stadtgrenzen zuhauf vorfinden. Und hier, finde ich, sollte man schon mal die Prioritätensetzung überdenken, damit sich eben so eine Stadt und so eine Region wie Dresden entsprechend entwickeln kann und nicht ständig nur ausgebremst wird aufgrund verschiedenster Gesetze, die gegen das eine oder das andere sprechen. Ich finde, gerade das ist ein Paradebeispiel dafür, wo man entsprechend mal über die Prioritäten wirklich nachdenken sollte. Vielen Dank. Herr Wirtz, noch einmal. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Beiträge, wenigstens waren Sie angeast. Es ist aber so, das ist ja die Konsequenz, die Zersiedlung, die dort oben ja allfällig ist, die Arbeitsplätze, die gesandt haben, ziehen nicht so viel Verkehr an, dass man nach landwärts jetzt so viel im Stau steht, dass vor allen Dingen der stadtwärtige Verkehr da früh dort den Ärger macht. Dort ist es in der Tat so, dass es dann natürlich auch eine Konsequenz der CDU ist. Wenn man die Landschaft einmal zersiegelt hat, kann man dann auch noch für Verkehrswege weiter in Landschaftsschutzgebiete eingreifen und das dann konsequent fortsetzen. Irgendwann mal hat eben der Gesetzgeber da einen Strich gezogen, der es hier erreicht. Das muss man sich vorher überlegen.
Vielen Dank. Weitere Wortmeldung aus dem Professor Gebel. Ich möchte mich auch noch kurz zu meinem Vorredner äußern. Also Herr Wirz, ich komme aus dem Hochland. Dort leben viele Menschen, die sich eigentlich als Familie den Traum von einem Eigenheim verwirklicht haben. Es gibt eben auch Menschen und gerade Familien in Dresden, die eben nicht im Plattenbau in der Stadt wohnen wollen, die im Grün wohnen wollen, die es ihren Kindern ermöglichen wollen, dass sie einen Garten vorm Haus haben, dass sie dort oben leben. Und diese Menschen nehmen eben in Kauf, dass sie früher auch einen längeren Weg zur Arbeit haben. Und für diese Menschen wäre es halt schön gewesen, eine Straßenbahn zu haben, um diesen Weg zu verkürzen, um vielleicht das Fahrrad mitzunehmen, um in der Stadt dann flexibler zu sein. Insofern ist das jetzt schade, aber ich kann eigentlich Ihnen absolut nicht zustimmen. Wir sollten langfristig Lösungen für diese Leute schaffen. Und was auch heute zum Beispiel vom Herrn Kappert gesagt wurde, wenn wir jetzt die großen Lösungen nicht finden können, dann sollten wir jetzt versuchen, kleine Lösungen zu finden. Das können kleine Sachen am Ullersdorfer Platz sein. Und wir sollten es eben gerade im Umland auch ermöglichen, hier in Dresden aktiv als Arbeitnehmer teilzuhaben und sich auch hier in der Stadt einzubringen. Frau Bilius-Jähne, bitte. Ja, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, jetzt muss ich doch auch noch mal ans Mikro gehen. Sie tun ja gerade so, als wäre im Moment Schönfeld-Weißig vom öffentlichen Nahverkehr abgetrennt. Ist es nicht. Meiner Meinung nach hat auch niemand vor, die Linie 61 einzustellen. Und ich sage mal, selbstverständlich haben wir uns das auch sehr genau überlegt und eine Straßenbahn hat viele Vorteile, sie hat aber auch Nachteile, zum Beispiel gerade im Schönfelder Hochland, das ja aus Einzeldörfern besteht. Die Straßenbahn kann nicht mal schnell so einen Schwenk machen und bestimmte Dörfer mit abdecken. Das heißt also, wir können uns gerne nochmal drüber unterhalten, wie man dann vielleicht mit der Buslinie und mit der Anbindung einzelner Dörfer oder Zubindung dann auch umgeht, aber jedenfalls jetzt so zu tun, als müssten die armen Hochländer alle aufs Auto umsteigen, weil es keine ÖPNV gibt, der möchte ich an der Stelle doch mal entgegentreten. Danke. Bevor wir in die Abstimmung eintreten, Herr Kollege Schmidt-Lamontagne. Also vielleicht einfach nochmal, natürlich können, glaube ich auch, und ich spreche da glaube ich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dieses Projekt über viele Jahre betreut haben, ich erstmal für die Verwaltung sprechen, wenn ich sage, natürlich kann man die Enttäuschung, die bei manchen Leuten jetzt entstanden ist, die jahrelang darauf gehofft haben, einen Anschluss an die Schiene zu bekommen, die kann man verstehen. So, und natürlich ist auch eine Anbindung mit der Schiene erstmal verkehrlich eine Verbesserung, in der Regel auch verbunden mit Fahrgastzuwächsen, weil es einfach die komfortablere Lösung ist. Aber wir als Verwaltung haben natürlich die Aufgabe, solche Projekte planerisch, rechtlich und finanziell zu lösen. Und die ersten beiden Punkte sind einfach extrem schwierig und in der Folge, weil es dann sehr teuer werden würde, wird es auch finanziell zu einem Problem, weil die Nutzen-Kosten-Relation natürlich dann am Ende auch immer passen muss, um an Fördermittel zu kommen. Und diese Fördermittel sind elementar wichtig, damit sich die Kommune solche Streckenabschnitte überhaupt leisten kann. So, und da sind wir bei dem Punkt, den Sie jetzt dazu beschlossen haben. Da haben Sie auch drinstehen, dass wir uns bemühen sollen um eine Förderung. Ich kann da zumindest schon mal insofern positive Signale aussenden, als dass wir vor, ich glaube jetzt 2 oder 3 Wochen zusammengesessen haben. Die DVB hat, ich sage mal, Routinetermine mit Bundesministerium und Landesministerium, wo sie über solche perspektivischen Vorhaben sprechen. Und die Signale, die wir da empfangen haben, sowohl vom Bund als auch vom Freistaat, waren auch für diese neue Prioritär 2-Strecke Johannstadt-Plauen durchaus positiv. Also die können natürlich immer keine verbindlichen Zusagen machen, weil sie die genauen Untersuchungen nicht kennen und auch, weil die GVFG-Mittel zwar schon angekündigt, die Verlängerung der GVFG-Mittel über 2019 hinaus angekündigt ist durch den Bundestag, aber noch nicht beschlossen. Insofern, die positiven Signale waren da. Sie haben auch durchaus konstruktive Hilfestellungen gegeben, wo Sie gesagt haben, da können Sie sich vorstellen, dass man das am geschicktesten so beantragt, um auch die entsprechenden Hürden zu überspringen. Also da merkt man, die sind auf eine konstruktive Zusammenarbeit da durchaus auch getrimmt und würden ein solches Teilprojekt 3 mit Priorität 2, Johannstadt-Plauen, auch durchaus positiv begleiten. Das vielleicht schon mal vorab auch als Signal an Sie. Und Herr Thiele, zum zweiten Beschlusspunkt vielleicht nochmal, Sie hatten den Ullersdorfer Platz angesprochen, der zweite Beschlusspunkt in der Beschlussempfehlung des Ausschusses spricht ja genau dieses Thema Ullersdorfer Platz an. Also nur weil wir sagen,
Die Stadtbahnstrecke ist an der Stelle nicht bis nach Weißig so einfach fortführbar. Gehen wir den Ullersdorfer Platz nicht auf. Vielen Dank. Wir treten damit, war Schlusswort schon für die Verwaltung, treten damit in die Abstimmung ein. Und ich darf Sie um das Handzeichen bitten, wenn Sie der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses Ihre Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Ist damit mit 58 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme bei 3 Enthaltungen so bestätigt.